Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde, das Donner. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. The Evil Within. Oh, The Evil Within, ich bin so doof. Resident Evil, aber das ist auch ein bisschen ähnlich, ne? Resident Evil und The Evil Within, deswegen, naja. Resident Evil 8, Village, es geht weiter. Ach, die anderen Sachen können wir auch noch untersuchen. Ach, das ist wieder ein Rätsel, aha. Das dreifache Auge war auch in dem Arm drin. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Okay, lass mich überlegen. Steckt ja eigentlich immer irgendeine Logik dahinter. Jetzt muss ich halt nur rausfinden, was die Logik ist. Was ist denn die Logik hier? Was ist denn die Logik? Also mit der Messingscheibe hat es nichts mehr zu tun. Ich gucke mir nochmal den unteren Teil des Armes an. Mal schauen. Okay, das sind einfach drei geschlossene Augen. Kann ich eigentlich gar nicht erkennen, also dass das jetzt damit das zu tun hätte. Also für mich wirkt es auf jeden Fall wie drei geschlossene Augen. Drei geschlossene Augen. Okay. Drei geschlossene Augen und ein normaler... In welche Richtung guckt der? Normale Krähe, die nach... rechts schaut. Drei geschlossene Augen und eine Krähe, die nach rechts schaut. Das sind wahrscheinlich die Tipps. Drei geschlossene Augen und eine Krähe, die nach rechts schaut. Ich bin einfach zu gut für dieses Spiel und für diese Rätsel. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da ziemlich lange dran hängen. Wenn man das nicht miteinander verbindet, nicht dran denkt oder ja, nicht so richtig darauf achtet, kann ich mir schon vorstellen, dass man einfach die Tipps da nicht findet. Ach, irgendwie, Moment. Mein Headset sitzt schon wieder nicht so auf dem Kopf, wie ich das will. So. So, machst du jetzt deine Taschenlampe an oder müssen wir wieder durchs Dunkel gehen? Ah, er macht sie an, als wenn ich es geahnt hätte. Das heißt, die Taschenlampe haben sie eben nicht weggenommen. Das ist ja interessant. Oh, mein Headset sitzt immer noch nicht richtig. Was ist denn los heute? So. Was ist denn das für ein Geräusch? Der Brunnen, das ist der Brunnen von dem... Video? Natürlich kein Feuerzeug mit, um hier mal Kerzen anzumachen. Das Ding, was ist los mit dir? Hör auf! Will nicht. Okay, dann steigen wir hier mal runter. Habe ich gerade jemanden gesehen? Ah, nee, das war bloß diese Kerzen. Das sah aus wie ein Gesicht. Ah, passt auf, wenn man jetzt hier runtersteigt, sieht es aus, als wenn das... wenn jemand stehen würde. So, in diesem kurzen Moment. Natürlich in irgendeiner Brühe. Schlüssel zum Sicherungskasten. Was macht denn der hier unten drin? Jetzt bin ich aber gespannt, ob wir einfach zum Sicherungskasten gehen dürfen. Das hat mir nicht gefallen. Oh,
Wieso ist es denn jetzt überall dunkel? Okay, das rote Licht macht es nicht besser. Will hier gerade jemand Fotos entwickeln, oder? Die Puppe ist weg. Die Puppe ist weg. Dürfen wir nochmal speichern? Bitte lasst mich einfach zum Sicherungskasten gehen. Und es wieder hell werden. Die Stimmung ist viel zu bedrohlich. Was ist das? Fuck. Deine. Scheiße. Natürlich fehlen noch irgendwelche Sicherungen. Ich dachte, wir müssen das einfach nur aufschließen, aber klar, wir haben ja gar keine Sicherung. Verdammt. Was war denn das für ein komisches Monster? Wir können es gar nicht richtig sehen, weil ich natürlich jetzt nicht warte, bis es mich auffrisst oder so. Es schien mir aber keine Puppe zu sein. Hier. Das ist doch das Ding. Das ist doch die Puppe. Hallo, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Da ist es. Aber ich kann nichts dagegen machen. Ich dachte, das könnte man etwas hineinsetzen. Es passiert eigentlich irgendein Mist, wenn ich das mache, weil die Puppe da unten liegt. Hier ist wieder Licht. Nice. Vielen, vielen Dank. Es ist immer noch gruselig, aber nicht ganz so gruselig wie das vorher. Eigentlich könnte man hier auch einfach drüber klettern, aber okay. Ah, die Küche. Scheint auf jeden Fall alle ziemlich auf Knoblauch zu stehen. Was ist das? Gipkos, Brase Gipkos, keine Ahnung. Bin gespannt, wann ich meine Waffen wieder bekomme. Damit würde ich mich deutlich wohler fühlen. Jetzt ist es wirklich so Outlast-Style. Schlafzimmer. Keine Ahnung, wovor ich mich verstecke, aber das scheint mir mal irgendwann relevant zu sein und das gefällt mir gar nicht, dass man sich hier verstecken kann. Weil es bedeutet ja, es gibt irgendwann mal einen Grund, sich zu verstecken.
Der wird hässlich sein, wahrscheinlich dieses komische Babymonster. Schönes Kleid. Verfaultes Essen. Früchte, wie immer halt. Im Schrank kann ich mich nicht verstecken, okay. Nein, ich will die Sicherung nicht nehmen, weil da muss ich mich bestimmt verstecken. Es war so klar. Fuck. Was war das? Ich bin erschrocken, ich bin sehr erschrocken. Verdammt, ich kann mich nicht umdrehen, ich sehe nichts. Ich kann mich nicht umdrehen, ich sehe nichts. Ich kann nur hier meinen Kopf hinher bewegen. Wo muss ich denn lang? Das ist ein Umweg, glaube ich. Hier wollte ich gar nicht lang, aber... Wieso sehe ich denn nichts? Verdammt, und der Wackelkontakt von meinem Headset ist wieder da. Das heißt, ich höre gerade auf dem rechten Ohr nichts. Verdammt. Wie lange ist denn noch? Ich sehe nicht, wie viel Zeit noch ist. Ein paar Minuten hätten wir eigentlich noch. Aber ich muss das wegmachen, ich kann nicht so weiterspielen. Ja, das bekomme ich jetzt so nicht eingestellt. Mist. Ah. 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 Ah.
Damit ist sie weg. Ja, klingt gut. Warum muss ich denn da jetzt hingehen ohne Waffen, Mann? Da lacht irgendjemand ganz verrückt. Jetzt nicht mehr. Aber es sieht immer noch komisch aus. So schwummrig. Sind das die Puppen? Geh nicht. Ich lass dich nicht. Sag bloß, du lebst noch. Und es nicht besser schnell, bevor meine Freunde dich kriegen. Tick-Tack, wir spielen um dein Leben. Warte! Na los, such mich. Ich suche mich. Was soll ich denn machen? Ich sehe kaum was. Oben waren wir noch gar nicht. Da. Wenn es Rose nicht gäbe, dann wäre alles besser. Wie oft muss ich sie denn finden? Vielleicht werden sie sich wieder auf mich stürzen. Okay, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Cut.
Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Das ist eine schöne Stelle zum Cutten. Aber ich nehme natürlich direkt noch eine Folge auf. Oh Gott, krass. Ey. Bis zum nächsten Mal. Das ist auf jeden Fall gruseliger als bei dieser Frau Dimitrescu, würde ich sagen. Daumen nach oben, bleibt cool.